juristischergedankensalat.de präsentiert. An die Fortgeschrittenen unter uns richtet sich das Buch Klausurenkurs im bürgerlichen Recht 2. Geschrieben von Professor Dr. Ulrich Falk, seines Zeichens Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht an der Uni Mannheim, und Dr. Birgit Schneider, Richterin am Landgericht Heidelberg. Die Autoren haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen Klausurenkurs zu verfassen, der auf den Schwierigkeitsgrad der Examensklausuren in all seinen Facetten vorbereitet. Dazu bedienen sie sich erprobter Fälle, sei es als Originalklausur, im Examensklausurenkurs an der Uni Mannheim oder in dem Mutkurs zum Zivilrecht. Herausgekommen sind 13 gute Mischungen aus BGBAT, gesetzlichen Schuldverhältnissen und allgemeinem Schuldrecht. Die Kombination aller altbekannten Probleme ist gelungen. Neben dem Minderjährigenrecht mischt sich eine Variante des Erbsucherfalls unter Problemstellungen der CIC. Besonders macht diesen Klausurenkurs sein Aufbau. Die Autoren zeigen nicht nur die Falllösung, sondern auch den Weg dorthin. Wie es bei der Bearbeitung einer Klausur sein sollte, beginnt die Lösung mit einem Abschnitt voller Vorüberlegungen. So wird der Fall kurz umrissen, sein Ursprung erwähnt und die Hauptprobleme aufgezeigt. Danach wird der Fall mittels Fallskizze visualisiert. Die anschließende Grobgliederung bietet einen guten Fahrplan für den Einstieg ins Gutachten. Die Autoren verzichten dabei auf die eine Lösung. Sie zeigen mehrere vertretbare auf. Optisch abgesetzt finden sich immer wieder Vertiefungs- und Aufbauhinweise. Auf 258 Seiten kann sich der geneigte Prüfungskandidat nach Belieben austoben, ob zur Wiederholung oder zum Training. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Dieser Klausurenkurs ist fester Bestandteil meiner Examensvorbereitung und ich kann das Buch absolut empfehlen. Die alternativen Lösungswege, Fußnoten, alles passt perfekt. Mit 22,95 eine Investition, die sich im Hinblick auf das Examen mehr als lohnt.